So, hallo Leute. Zweite Aufnahme. Ich habe eben mein Mikrofon aus Versehen nicht angeschaltet gehabt, aber das macht ja nichts. So, ich habe euch in dem Lua-Buch gesagt, ihr sollt euch ein paar Kapitel angucken. Und die Kapitel, die ihr euch angucken sollt, sind erstmal die 22 Keywords von Lua. Das sind relativ einfache Sachen. Das meiste davon kennt ihr schon. Das and, not und or, das kennt ihr schon. Das sind natürlich die logischen Werte. Gehört natürlich dazu true und false. Und damit haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5 von den 22. Das ist relativ einfach. Dann haben wir sowas wie while, also während, while, do. Und end, das ist irgendwie die erste Schleife. Repeat until ist die zweite Schleife. Und for, wo ist for? For. For, sowieso, sowieso. Do, end ist die dritte Schleife. Do und end sind irgendwie praktisch immer also do und end sind die Blöcke, die dann ausgeführt werden. Also alles, was zwischen do und end wird, sind die Befehle, die ausgeführt werden. Wir gehen da gleich mal rein, wir gucken uns das gleich an. Dann haben wir noch das if, also praktisch wenn eine bedingte Ausführung, wenn eine Bedingung wahr ist, dann wird das danach ausgeführt. Also if, then, da haben wir irgendwo das then, wo ist das then? Da, das then, also if, Bedingung, then, else, und wenn das nicht ist, dann else, mach was anderes, end. Und da gucken wir gleich mal zu. Wir haben natürlich die normalen Sachen wie plus, minus, mal, durch. Modulo ist, das hier ist der Divisionsrest. Das heißt, wenn ich sage, zum Beispiel, ich teile 5 durch 3, dann habe ich 1. Also 5 durch 3 ist 1 mit 2 Rest. Und diese Modulo gibt praktisch den Rest an, den Divisionsrest. Das hier ist hoch, also was ich, 2 hoch 4 oder sowas wäre dann 16 oder so. Und das hier ist die Länge von einem String oder von einer Tabelle, da kommen wir gleich zu. Die Vergleiche gleich, ungleich, kleiner gleich, kleiner, größer, und das ist die Zuweisung. Wenn wir eine Variable zuweisen, da kommen wir gleich zu. Ein paar Klammern, die wir haben, und ein paar Zeichen wie Komma, Punkt, 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 wie auch immer. So, das ist was Programmieren ist. Das habe ich euch mal kurz gezeigt. Hier habe ich die kleine Programmiererin, die war 18, als sie das gemacht hat, von dem Eagle, also von der Landefähre, die auf dem Mond gelandet ist. Und wo haben wir sie? Margaret Hamilton. Über die könnt ihr euch irgendwie schlau machen. Das ist irgendwie ein ziemliches Das ist eine Legende irgendwie, weil sie irgendwie praktisch dieses Programmierteam geleitet hat am MIT und ist damit irgendwie halt weltberühmt geworden und das ist schon ziemlich toll. Wir gehen gleich rein, wie ein Programm funktioniert. Also ich habe hier eben gezeigt, irgendwie dieses if, then, dann wird etwas ausgeführt, wenn a größer ist. Ich zeige gleich, was eine Variable ist. Ja, gehen wir doch einfach mal direkt rein in Zero Brain und gucken einfach mal, was da los ist. Wo ist Zero Brain? Zero Brain ist hier und kommt nicht. Wo ist Zero Brain? Wo ist Zero Brain? Zero Brain will mich verarschen. Okay. Da, Zero Brain. Okay. So. So, wir haben. Wenn wir so eine Datei, wenn wir ein Programm machen wollen, dann machen wir hier vorne eine neue Datei auf und speichern sie irgendwo. Also dann sagen wir speichern als und dann würde man das zum Beispiel jetzt hier ich habe das unter Examples gespeichert, TestZB, Lua habe ich das Ding genannt. Ihr speichert das dann in eurer eigenen Verzeichnis, Lua, in eurem Home-Verzeichnis, also in eurem eigenen Verzeichnis. So, Lua, also Zero Brain als Studio ist
relativ einfach aufgebaut. Wir haben hier das Programm, das wir schreiben können. Hier unten haben wir die Ausgabe vom Programm. Ich mache das hier mal kurz, lösche das mal. Und wenn wir hier zum Beispiel schreiben, ein kleines Programm, print Hallo Welt, das berühmte einfache Programm, das ihr alle einmal schreiben solltet. Und hier oben führt ihr das Programm aus, also praktisch mit diesen doppelten Dingern, wird ausgeführt und dann seht ihr, dass hier unten in der Ausgabe kommt Hallo Welt. Okay? Gut. Ihr könnt, es gibt hier noch eine lokale Konsole, die mache ich jetzt auch mal kurz leer. So, wir haben hier eine lokale Konsole und da kann man zum Beispiel irgendwie irgendwelche Sachen berechnen zum Beispiel oder eben auch solche Sachen ausprobieren wie Hallo Welt oder sowas. Das ist dann nicht irgendwie, das wird dann direkt ausgeführt, als wenn ihr das interaktiv machen würdet. So. Diese Konsole, die ist, da kommen wir später nochmal zurück. Die brauchen wir momentan erstmal nicht. Die brauchen wir beim Debuggen, da kommen wir dann zu. Der Debug-Knopf ist hier. Zeige ich dann gleich nochmal. So, gehen wir erstmal kurz durch, wie das irgendwie aussieht. Also, das einfache Print habe ich gezeigt. Und ich zeige jetzt nochmal eine kleine Schleife von 1 bis 5. Also 1,5 schreiben wir. Do. Alles, was dazwischen ist, wird ausgeführt. End. So, jetzt wird dieses Hallo Welt fünfmal gedruckt. Ich führe das einfach mal aus. Bam. Da haben wir es. Fünfmal gedruckt. So wie ich das gesagt habe. Ich kann jetzt diese Schleifenvariable, ich habe sie jetzt i genannt, kann ich auch mitdrucken. Und dann würde das auch anders aussehen. Dann würde das mich so aussehen, dass er 1, 2, 3, 4, 5. Also i ist bei jedem Durchgang ein mehr. So, und jetzt zeige ich mal, wie das aussieht, wenn man debuggt, den Debug-Modus aktiviert. Und also wenn das Ding noch läuft, wenn es hier ausgegraut ist, dann hier irgendwie stoppen und da könnt ihr das Programm stoppen, wenn ihr zum Beispiel jetzt irgendwie etwas gemacht habt, was sehr dumm ist. Ihr habt hier eine sehr große Zahl reingeschrieben und führt das aus und das hört gar nicht auf, denn stoppen. So, hier könnt ihr es stoppen und dann ist alles gut. Also kann nichts schief gehen, ihr könnt nichts kaputt machen oder sonst irgendwas. Das ist sehr, sehr freundlich zu euch. Und wenn das euch nervt, dann macht ihr hier unten löschen und kriegt die Ausgabe schön sauber. Jetzt gehen wir mal hier rein und machen das mal im Einzelschrittmodus. Einzelschrittmodus. So, dann wird das erste. Ach ne, es wird ganz sogar ausgeführt. Ha, okay, das ist natürlich nicht, das war nicht mein Sinn. Ich setze jetzt dafür hier einfach mal irgendwie einen sogenannten, das nennt sich hier Haltepunkt. Breakpoint in Englisch. Mit F9 kann man das übersetzen. So, wenn ich das jetzt hiermit starte, nochmal clearen. Clearen. Okay. Dann starte ich ihn mal hier. Und dann bleibt er hier stehen. Seht ihr? Er bleibt stehen. Und läuft nicht weiter. Und jetzt kann ich sagen, ich möchte bitte weiter einen Schritt. Einen Schritt. Und wenn er darüber hinaus ist, zack, dann soll er drücken. Verdammt. Was ist denn hier los? Ist das. Hier stimmt was nicht. Wir machen mal hier den Punkt. So, jetzt wollen wir noch mal sehen. Also, zack, Debugging Session und jetzt mal Einzelschritt. Geht nicht. Ach, was soll's. Was soll der Geiz? So. Das erkläre ich später. Ich komme später nochmal zum Debugging. Irgendwie hat irgendwas nicht geklappt. Ich weiß nicht was. Spielt auch keine Rolle. Wie immer habe ich irgendwo irgendeinen Aussetzer. Eben hat es funktioniert beim ersten Durchgang. Jetzt funktioniert es nicht. Keine Ahnung. So, wir haben verschiedene Variablen. Ich habe gesagt, das einfachste ist eine Boolean-Variable. Also ich nenne das Ding jetzt irgendwie einfach mal irgendwie wahr. Und das können wir true zum Beispiel. Print wahr. Und also wahr ist jetzt die Variable. Ich kann sie jetzt irgendwie zum Beispiel wahr nennen oder wie. Ja, einfach nur so. Und das kann ich mal machen. Und dann kann ich das laufen lassen. Und der druckt aus true, wie ihr unten seht. Ja. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, irgendwie wie x nenne ich es false. Und dann sage ich, x will ich auch drucken. Und dann will ich wie all x
drucken. So, mal gucken, was dann passiert. True, false. Gibt natürlich true, weil, und ich kann nicht jetzt schreiben, das ist jetzt erstmal String. Oder ist gleich. So. True or false ist gleich true. Na, habe ich jetzt einfach mal gedruckt. Okay. So, das heißt, das ist relativ einfach. Also das sind jetzt die Waren, wahr, falsch. Oder man kann eine Variable nil sagen. Das wäre dann sozusagen, ist sie nicht gesetzt. Und jetzt gibt es garantiert einen, jetzt gibt's einen Fehler. Oder nicht? Ah, nee, genau. Wahr oder nil ist wahr. Also das ist, weil irgendwie das, da kommt er nie an. Naja, Lazy Evaluation nennt sich das. Kommen wir nochmal später zu. So, erstmal wollte ich, das ist schon mal ganz gut. Jetzt waren die Wahrheitsvariablen. Dann haben wir die Zahlenvariablen. Da können wir jetzt irgendwie a gleich 4, b gleich 4,7, c ist gleich e und 2, also 100. Und jetzt kann ich einfach mal drucken. A, B, C. Führe das aus. Und es gibt 4, 4,7 und 100. Na, das hier ist 100, habe ich gesagt. Und natürlich kann man dann auch irgendwie solche Sachen machen, wie also mit dieser Zahlenvariable kann man sagen, so, von 1 bis 10 laufen lassen. Do end. Und dazwischen schreiben wir jetzt print i und i Quadrat zum Beispiel. So. Und dann können wir noch irgendwie i hoch 3. Hier schreiben wir auch nochmal rein. So, und jetzt können wir das einfach mal laufen lassen. Und da kriegen wir die Tabelle von allen Zeichen irgendwie, also a, also Quadrat und hoch 3. Wie ihr seht, ist das irgendwie relativ schnell. Oder zum Beispiel das, was wir irgendwie in der Klausur hätten brauchen können, wäre 2 hoch i. Und dann können wir irgendwie einfach mal laufen lassen und gucken, was da passiert. Na, 2, 4, 8. Ups, dann müssen wir aber bei 0 anfangen am besten, damit wir die 0 mit drin haben. So, also dann haben wir 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 28, 52, 1024. Und dann können wir es auch bis 16 hochlaufen lassen. Und das sind so die kleinen Sachen, die ihr sicherlich irgendwie in der Arbeit hättet gut brauchen können, wenn ihr das schon vorher gewusst hättet, wie das geht. Weil irgendwie diese ganze Sache, die kann man sich natürlich ausdrucken. Lass mal hier ein bisschen hochdrücken. So. Das heißt, da kann man irgendwie ganz locker irgendwie mit so eine kleine Rechnung machen. Das geht super. Oder wir sagen zum Beispiel, wir machen eine Zinseszinsrechnung und sagen, wir lassen vom Jahre 0 bis, also vom Jahre 1 bis zum Jahre 2018, lassen wir durchlaufen. Die Eltern, also ich sage es local vor einer Variablen, haben, die Eltern von Jesus haben 1 Cent eingezahlt auf der Bank, sagen, wir lassen das jetzt irgendwie verzinsen und zwar soll jedes Mal der neue Wert sein, naja, sie haben irgendwie keine besonders guten Bedingungen, das heißt, sie haben 1,5% Verzinsung bekommen, das heißt, jedes Mal, wenn das Ding durchläuft, wird A mit 1,5% dazugenommen. Und danach drucke ich das aus, das Jahr und das Geld. So, und dann wollen wir mal gucken, wie reich Jesus wird, indem wir es einfach mal laufen lassen. Und das ist jetzt kleine Zinseszinsrechnung. Und das ist schon, der ist mächtig reich am Schluss. Okay, selbst bei einem schlechten Zinswert. So, und da kann man jetzt aber sagen, okay, ich möchte das mal ein bisschen anders ausdrucken. Okay, String-Format, da kann man irgendwie noch sagen, ich möchte das irgendwie in einer wissenschaftlichen Weise ausdrucken. So, okay, das sind so Kleinigkeiten, kommen wir noch zu.
Ich mache das jetzt einfach mal. Und dann sieht man das nämlich irgendwie eine 10 mit einer. Das konnte man schlecht lesen und deswegen habe ich das so gemacht. Das heißt, es ist eine 1 mit 11 Nullen. Das heißt, der ist dann bei 10, 9 Nullen sind das eine Milliarde. Das heißt, es sind 10 Milliarden, das sind 11 Milliarden. Selbst unter diesen äußerst schlechten Bedingungen, also bei solchen langen Anlagen. Und wenn er zurückkommt, dann hätte er richtig Geld. Mehr als Bill Gates. So, das wäre jetzt das. Das wäre praktisch irgendwie so eine kleine Schleife und wie man das macht. Dann haben wir noch den String. Achso, das allererste, was ich noch mache, ist, wenn man einen Kommentar schreiben will. Kommentar, das wird nicht ausgeführt. Und es gibt noch eine zweite Art von Kommentar, ein mehrzeiliger Kommentar. Das hier wird auch nicht ausgeführt. Nicht ausgeführt. So. Und Kommentar ändern. Enden. Also so ein Mehrzeilen-Kommentar auch genauso enden. Und das wird nicht ausgeführt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie sage, laufen lassen, dann passiert gar nichts, weil dann noch nichts ist. Aber ich habe es einfach mal so hingeschrieben. Jetzt wollen wir mal sehen. Wir nehmen jetzt mal eine String-Variable. Hallo Welt. Und die String-Variable drucken wir und gucken wir mal, was dabei rauskommt. Hallo Welt, druckt er. Das heißt, wir haben in dieser Variablen, also praktisch in diesem Wert, in diesem so wie a, b, Variablen kennt ihr ja aus der Mathematik, ist es einfach gespeichert worden und das kann man danach benutzen und dann wird es gedruckt. So, das kann man so schreiben. Man kann auch so schreiben, Hallo Welt, mit einem Anführungszeichen, das geht. Dasselbe wäre, wenn man sagen wir mal zum Beispiel schreibt, irgendwie, er sagte, reich mir bitte mal die Butter. Dann stellen wir fest, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, weil wir haben hier schon, der hat diese Sachen da drin. Wir können das entweder lösen, indem wir hier die äußeren in einfachen machen, oder wir sagen, sogenannter Escape Code, das heißt, dass wir hier so ein Zeichen davor setzen. Und wenn wir dieses Zeichen, diesen Backslash selbst drucken wollen, dann schreiben wir zweimal Backslash. So zum Beispiel. Das wäre jetzt ein einfacher Backslash. So, ich fülle das einfach mal aus. S1, S2 und S3, damit ihr sehen könnt, was dabei rauskommt. Und zack. Hallo Welt, R, Backslash. Ja, Backslash. Sagte, reich mir mal, seht ihr, der hat das sozusagen escaped, sodass das irgendwie. Ups, 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 ups. Okay. Hat das Escape, sodass er dann sagt, reich mir bitte die Butter, ohne dass das jetzt, das wird sozusagen nicht als End des Strings ausgeführt, sondern das wird irgendwie wirklich gedruckt. Das ist Escape. So. Man kann auch noch sagen, ich mache jetzt mal eine noch weitere Variable auf, man kann auch einen String machen, der über mehrere Zeilen geht. Er stand auf seines Daches Zinn. Und schaute mit vergnügten Sinnen auf das herrschte Samos hin. So, und das können wir auch beenden mit genauso. Das heißt, zwischen diesen beiden Doppelten können wir das machen. Das drucken wir jetzt einfach aus, S4. Und gucken, was passiert, wenn ich das jetzt laufen lasse. Dann schreibt er stand aus seines Daches 10. Schaut, seht ihr, das sind mehrzeilige Strings, kann man damit eingeben. Das nennt sich ein String. Also ein String ist eine Folge von Buchstaben. Ja, so, also eine Zeichenkette. Und die kann man dann irgendwie halt irgendwie so, die kann man auch aneinander, man kann die aneinander hängen. Sagen wir mal, ich habe jetzt hier, sag mal hier Hallo. Und hier nenne ich eine Variable S5. Also ich kann jetzt auch irgendwie
str nenne ich die jetzt einfach mal. Man muss die nicht mit einer Zahl drin machen. Nächste Variable darf so jeden Namen nehmen, bloß nicht irgendwie sowas. Das geht nicht. Deswegen schreibt das auch gleich so. Das muss mit einem Buchstaben anfangen oder mit einem Unterstrich. Das geht auch. Aber macht man normalerweise nicht. Oder so. Aber es dürfte allgemein, man nimmt einfach einen normalen Buchstaben oder einen Großbuchstaben, geht auch. Also ich sage jetzt mal String und ich sage, und ich sage jetzt so. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel drucke mit S1 und ich sage Punkt, Punkt, String, dann werden diese beiden Sachen aneinander gehängt. Und wenn ich das ausführe, dann sagt er Hallo Programmierer. Das heißt, es gibt praktisch einen großen String, der irgendwie dann hintereinander geschrieben wird. Wenn ich dieses Leerzeichen da weglasse, dann wird das etwas anders. Dann mache ich das ohne Leerzeichen, wie ihr seht. Na? So, das ist sozusagen diese zwei Punkte ist die Verkettung von zwei Zeichenketten, um die aneinander zu hängen, um dann eine neue draus zu machen. Da kann man zum Beispiel auch so machen, dass man sagt, okay, ich nenne das Ding jetzt mal Cuts und ich sage, das ist S1 und STR. Das soll da gespeichert werden und hier drucke ich Cut. Und dann sieht er, das ist genau dasselbe. Und wenn ich hier noch das Leerzeichen zwischen haben will, kann ich das auch so machen. Und wenn ich das dann drucke, dann würde das dann so sein. Seht ihr? Hallo Programmierer, jetzt hat er das Leerzeichen bekommen. So, das ist alles keine große Magie. Das ist alles relativ einfach. Das waren die Wahrheiten, also was heißt die Boolean-Variablen, das waren die Nummern-Variablen, das waren die String-Variablen. Und jetzt machen wir noch die eine Sache, das sind die Tables. Table ist im Prinzip, Table wird irgendwie mit diesen geschweiften Klammern begonnen und beendet. Und da kann man zum Beispiel sowas machen wie Apfel, Birne, Pflaume zum Beispiel. So, und dann kann ich sagen, ich laufe das lasse mal durchlaufen von 1 bis zur Länge von Tab. Ja, Länge, das ist das Zeichen für die Länge. Das heißt, es werden dann drei, weil es drei Einträge sind. Do und End, das kennen wir ja schon. Und dazwischen drucken wir das mal aus. Und ich sage mal, ich drucke I aus und ich drucke Tab von I aus. Und damit kann ich praktisch den Inhalt von dieser Tabelle ausdrucken, den Inhalt von diesem Array. Das kann ich mal machen. Zack, Birne, Apfel, Birne, Pflaume. Wie man sieht, das läuft hervorragend. Und dann kann ich auch irgendwie, sagen wir mal, hier hinten noch Banane hinsetzen. So, mache ich einfach. Ihr könnt hier ein Komma hinsetzen oder nicht, das ist eigentlich dem ziemlich egal. Ich lasse es laufen. Apfel, Birne, Banane. Oh, es wäre schön, wenn wir es sortieren können, oder? Jo, können wir. Table, Sort, Tab. Okay. Ups. Apfel, Banane, Birne, Pflaume. Wie ihr gesehen habt, das war relativ leicht. Das ist eine sogenannte, die Table ist eine, das ist die Library, da sind die ganzen Befehle drin, um mit Tables umzugehen. Und das kann man sich dann nochmal angucken in den Lua Referenzen und im Lua Buch. Aber ich glaube, ich komme da auch nochmal zu. Das gibt genauso eine Variable, also genauso eine Sache für Strings gibt es. Da gibt es eben praktisch auch solche Funktionen wie upper zum Beispiel. Und sagen wir mal, ich habe einen String. Das führt jetzt zu weit, das machen wir jetzt mal nicht. Das ist jetzt irgendwie halt nur mal so kurz eingeworfen, dass man irgendwie, dass sie sehr, sehr mächtig sind. Man kann diese Tabellen übrigens irgendwie auch anders iterieren. Also iterieren nennt sich das, wenn man es so durchlaufen lässt. Und zwar Key Value, also zwei Variablen sind das, die da reinkommen, in Pairs von Tab. Das heißt, du brauchst dich da gar nicht darum kümmern, wie lang Tab ist. Das läuft alles in Pairs Tab. So, und dann würde er direkt mit Key und Value jedes Mal, also würde er so durchlaufen, bis diese Tabelle zu Ende ist und würde das dann ausgeben. Und das Ergebnis ist genau dasselbe. Ich habe das gerade mal gestartet. Ich mache das mal hier wieder weg.
So, ich starte ihn nochmal. Zack, wie ihr seht, läuft genauso. Ja. So, und das geht auch mit iPERS. iPERS ist im Prinzip genau dasselbe. Es das funktioniert für alle Arrays, das heißt alle Dinger, die von 1 bis irgendwie durchnummeriert sind, funktioniert iPERS. Ist ein bisschen schneller und kann eine Sache nicht, das zeige ich euch gleich. So, denn wenn ich hier irgendwie reinschreibe, Auto ist gleich Mercedes. Mercedes? Wird das nicht irgendwie Mercedes geschrieben? So, sagen wir mal, Auto ist gleich Mercedes. Dann ist das nicht mehr durchnummeriert mit 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, sondern das ist jetzt die Nummerierung ist anders. Das ist jetzt, da steht jetzt Auto sozusagen drin. Wenn ich das Ding laufen lasse mit iPERS, dann kriegen wir hier Apfel, Banane, Birne, Pflaume und Auto taucht nicht auf. Wenn ich das in Pairs laufen lasse, dann ignoriert er, dass da irgendwie sowas drin ist und zeigt alles an. Und zwar, wie ihr seht, ist der Index, also dieses Key, der Key ist jetzt nicht mehr die Zahl, sondern die Key ist jetzt Auto. Ich hab da, weil ich da Auto hingeschrieben habe. Und jetzt ist es genau genommen, müsste man da sowas schreiben, wenn es genau machen will. Damit man ganz sicher ist, dass es richtig funktioniert. So, das wäre so die Möglichkeit, das zu machen. Ich weiß nicht, das geht vielleicht auch mit Punkt Auto, weiß ich gar nicht. Das geht nicht. So, da könnte man zum Beispiel sowas machen wie ich habe einen Punkt und ein Punkt x ist gleich 45. Jetzt kann man natürlich irgendwie y ist gleich 32, 23, also 54 und 23. Und dann kann ich irgendwie zum Beispiel hier sagen, dann kann man das ganze Ding mal wegmachen. Und dann kann ich sagen, print Punkt x, Punkt y. Das funktioniert zum Beispiel auch. Seht ihr? So, das ist also diese Tabellen sind extrem diese Tabellen sind extrem mächtig. Damit kann man eben sowas machen wie typische Datentypen wie also Vorname ich schreibe es mal klein. Vorname wäre Hanno, Nachname ist Behrens. Und dann kann man es hier irgendwie drucken. Ja, ich nenne es mal Adresse. So zum Beispiel. Und das kann man ausführen und schwupps, funktioniert. Das ist natürlich irgendwie ziemlich nett. Und dann kann man natürlich auch irgendwie solche Sachen machen wie, und das habe ich eben gesagt, man kann String Punkt Upper, also man kann zum Beispiel sowas in Großbuchstaben überführen. Das machen wir mal und zack, wie ihr seht, wird das gleich in Großbuchstaben gedruckt. Also das sind alles ziemlich nette Sachen und ich glaube, wir sind in der Zwischenzeit auch schon ganz gut durch mit 30 Minuten. Nur noch eine Kleinigkeit. Wenn ihr in Lua arbeitet, in Snowrobane arbeitet, dann gibt es irgendwie die Möglichkeit, die Einstellungen einzustellen. Und ich war hier dabei bei mir. Das könnt ihr hier unter Bearbeiten, Einstellungen, Nutzer machen. Und ich empfehle zwei Sachen. Das erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich den Editor, die Tab Width auf 4 gestellt habe. Das ist wichtig, finde ich. Das könnt ihr euch irgendwie merken. Und das Zweite, was ich gemacht habe, ist, dass ich die Sprache auf Deutsch gestellt habe. Das habe ich auch eingetragen hier irgendwo. Wo ist das denn nochmal? La 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 la. Das habe ich irgendwo eingetragen. Oder language gleich DE. So, und das tragt ihr dort ein und dann habt ihr diesen ganzen Kram auf Deutsch und nicht mehr auf Englisch, was nämlich die normale Voreinstellung ist.
So, und da kann man noch mehr Sachen einstellen, irgendwie hast nicht gesehen, alles Mögliche, in welcher Farbe der Bildschirm gemacht wird. Hier sind die ganzen Farben drin, Message Output Prompt, die Hintergrundfarbe, ob die nun schwarz ist oder weiß oder. Das kann man da alles einstellen, wenn euch das nicht gefällt, welchen Font der nehmen soll. Hier ist es jetzt Korea New, ob wie groß der sein soll, ob ihr irgendwie mehr oder weniger große Buchstaben haben wollt, könnt ihr alles eintragen. So, das ist jetzt aber alles schon mal irgendwie ganz schön und ich glaube, wir können das hierbei belassen. Und ja, spielt damit mal rum und viel Spaß dabei. Ich würde sagen, ich mache das mit dem Debuggen, das machen wir nächstes Mal irgendwie. Das ist dann nochmal ein kleiner Ausflug, dass man das in Einzelschritten durchgehen kann und so. Okay. Jo, viel Spaß.